Bewährte Hausmittel gegen Durchblutungsstörungen. Ein sehr effektives Mittel gegen Durchblutungsstörungen sind Kneippanwendungen, wie zum Beispiel das Wechselarmbad. Hierfür befüllen Sie zwei große Schüsseln mit je einmal mindestens 36 Grad Celsius warmem Wasser und unter 18 Grad Celsius kaltem Wasser. Setzen Sie sich hin und halten Sie die Arme erst 5 Minuten ins warme Becken, dann 10 Sekunden ins kalte und wiederholen Sie das Ganze einmal. Nach der Anwendung werden die Arme nur abgestreift und zur Wiedererwärmung bewegt. Für eine gute Durchblutung sind ausreichend Bewegung und eine gesunde Ernährung unerlässlich. Als durchblutungsfördernde Lebensmittel gelten zum Beispiel Knoblauch, Ingwer, Granatapfel und fetter Fisch wie Lachs oder Makrele. Sehr hilfreich bei einer gestörten Durchblutung können auch pflanzliche Arzneien mit Extrakten der Rosskastanie sein. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de.